Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 bei mir auf dem Kanal. Wir sind wieder in unserem Projekt Rehbach und spielen den Ahnenhof und sind hier mit dem Klaas unterwegs, mit dem Klaas Arion und pflügen unser Rapsfeld. Ihr wisst Bescheid, ich habe gekalkt und um die Erträge zu steigern, wollen wir natürlich hier die Felder alle schön pimpen, was eben heißt, wir müssen kalken, pflügen und natürlich düngen. Und düngen heißt, wir müssen hier zu dem Kollegen, zu unserem Fan-Favorit. Denn wir haben das Feld hier zum Glück jetzt endlich fertig. Unser Grasfeld, unser zukünftiges Einnahmefeld für Silageballen ist soweit jetzt erstmal fertig. Und ihr seht, der pH-Wert, das heißt, wir haben schon gekalkt, ist ready, ist okay, ist perfekt. Aber wir müssen noch ein bisschen Stickstoff, also Dünger draufpacken, damit wir von 112 dicht an unser erwartetes Ertragspotenzial von 125% kommen. Und das machen wir mit dem Kollegen. Wir steigen ein, fahren damit zu unserem Hof, denn dort haben wir einen Düngestreuer und wir haben auch ein bisschen, ja, Kunstdünger, Feststoffdünger. Den werden wir jetzt dann einladen, aufnehmen und dann geht's ans Düngen hier. Jo, und wir müssen ja nicht nur unsere jetzt gepflügten Felder düngen, sondern wir haben ja auch noch unsere zwei Grasfelder, die wir ja schon abgearbeitet haben, um für unsere Kühe das erste Futter zu bekommen. Und die Felder müssten wir eigentlich auch noch kalken und düngen. Ja, ihr seht also, dass unser Schäfer im Weg steht. Nein, ihr seht also, wir haben hier jede Menge zu tun. So, wie machen wir das am geschicktesten? Wir nehmen gleich mal mit dem Kollegischen hier das Material raus. Ja, bleiben wir wieder hängen. So, eieieiei, ich stehe echt immer auf Kriegsfuß mit dem Gerät. Knicklenker, das ist so wie Drehschemel für mich. Wie Drehschemel, einfach nicht meine Welt. Oh, 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 da geht er jetzt aber schon ein bisschen in die Knie, gell? Eieieiei. So, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Oh, oh, was ist denn jetzt los? Okay, also den... Oh, da bin ich mal gespannt, wie wir das jetzt am geschicktesten hinkriegen. Also auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal hier raus. Oh, oh, auf der Hinterachse hat er fast keinen Grip. So. Dann bringen wir erstmal hier das Gerät, die Saatmaschine, die Drille. Die Drille. Die bringen wir jetzt erstmal wieder weg. Stellen die hier rein. Obwohl, die werden wir ja gleich wieder brauchen. Aber dann vermutlich, hups, ablassen. Gut. Aber dann vermutlich dann mit dem Klaas. So ist eigentlich der Plan, dass wir jetzt mit dem Fendt hier auf jeden Fall düngen werden. Und eventuell auch noch kalken, denn auch die Grasfelder müssten ja gekalkt werden. So, also es gibt noch jede Menge zu tun. Auch hier machen wir mal auf. Sehr schön. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir das so aufnehmen können. Denn ich möchte jetzt am liebsten... Ja, das geht. Denn ich möchte das am liebsten gar nicht jetzt aufnehmen, beziehungsweise mit dem Schäfer da hochheben. Okay, ich merke schon. Jetzt machen wir das ganz anders. Kommen wir so rein. So, wir sehen gar nichts. Wir müssen ein bisschen runterlassen. So, aber jetzt können wir auffüllen. Dann machen wir das zweite nämlich auch leer. Dann ist er voll. Und ich habe den Verdacht, dass wir noch ein bisschen mehr Dünger brauchen. Deswegen machen wir das zu und fahren mal zum Händler und werden uns nochmal ein Düngen kaufen. So, den machen wir... Nee, stopp. Den müssen wir erstmal aus dem Weg räumen. Motor an. Wo stellen wir den Kollegen denn am geschicktesten hin, wo er nicht im Weg steht? Ja, natürlich am besten vor die Bank, ne? So, hier ist, glaube ich, okay. Schwuppdiwupp. Und dann weiter. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir Düngen mit dem Helfer hinkriegen. Und die Saatmaschine, wenn wir dann mit dem Pflügen fertig sind, dann holen wir mit dem Klaas die Saatmaschine, die Drille. Und ich hoffe doch, dass wir dann da ein kleines bisschen zügiger vorwärts kommen.
denn da haben wir ja auch ein bisschen mehr PS. Stopp, wir wollen ja noch was einkaufen. So ist richtig. Okay, dann werden wir Mineraldünger. So. Hinten aufmachen. Dann füllen wir mal auf. Sollte auch kein Problem sein vom Gewicht. Sehr schön, das passt. Ich glaube, 3200 Liter passen da rein. Und dann fahren wir mal aufs Feld. Und bevor wir loslegen, schauen wir mal, wie weit der Glas ist. So, und an der Stelle ganz, ganz kurz der Hinweis. Ich denke, die Folge werdet ihr am Freitag sehen oder andersherum. Wenn ihr die Folge seht, wird es wohl schon Freitag sein, soll heißen. Ich habe natürlich wieder mal, so wie die Kollegen es ja auch in der Regel tun, immer so ein paar Folgen schon mal im Vorfeld aufgenommen. Ich nehme die, wie man so schön sagt, am Stück auf. Und deswegen natürlich nicht enttäuscht sein, wenn ich nicht immer auf jeden Kommentar gleich eingehen kann. So, hier, ich wusste es, er ist fertig. Dann schauen wir mal kurz ins Kärtchen. Ins Kärtchen. So, und zwar gepflügt. Muss gepflügt werden. Die 13 nicht mehr hervorragend, das klappt. Das heißt, wir klappen ein. Und dann schauen wir mal, dass wir safe zu unserem Hof kommen. Dazu fahren wir mal hier lang. Okay. Ja, stopp. Ich glaube, es wäre cleverer gewesen. Naja, okay, ist egal. Wir wären da runtergefahren. Aber jetzt fahren wir halt hier über die Brücke und dann vorne links. Ist ja auch mehr oder weniger hier die Hauptstraße. Ihr seht es auch am Verkehr. Und dann bringen wir mal den Pflug weg. Und 15.29 Uhr und wir sind immer noch im August. Leute, es ist die 8. Folge. Können wir hier rein? Wo kommen wir denn dahin, wenn wir hier lang fahren? Die 8. Folge. So. Genau, die 8. Folge Rehbach und wir sind noch im August. Ihr seht also, am Anfang gibt es immer viel, viel, viel zu tun. Und wir kommen da, klar, da drüben ist unser Hof. Wir kommen hier jetzt bei der Molkerei. Ah, nee, da steht ja unser Fendt. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Hervorragend. Ja, war doch gut, dass wir abgebogen sind. Ja, man muss sich erst noch ein bisschen hier mit der Karte. Also, wie gesagt, es ist manchmal ein kleines bisschen verzwickt mit den Wegen, mit den Straßen. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. So, wo packen wir denn jetzt den Pflug hin? Den können wir ja eigentlich irgendwo hinschmeißen, wo er nicht im Weg liegt. Ja, den packen wir hier hin, oder? So, den müssen wir aber jetzt erst wieder aufdrehen. Ablassen und dann hier. Sehr schön. Genau, dann bringen wir den hier schon mal sozusagen in Position. Und Saatgut ist auf jeden Fall leichter als Dünger. So, im Prinzip stehen wir auch hier direkt nebendran. Wir können also schon auffüllen. Und dann machen wir oben den Deckel wieder zu. Hervorragend. Sehr schön. Nee, hier sind wir. Der Motor läuft noch. Dann können hier wir mal schon mal anfangen mit dem Düngen. Wir wie immer ein Vorgewende. Ich habe keine Ahnung. Oh, der 42 Meter, das ist, glaube ich, relativ viel, ne? 42 Meter ist auch eine Amazon, ne? Ja, 3200 heißt natürlich, 3200 Liter passen da rein. Oh ja. Oha. Oha. Ja, das ist kräftig. Also da kann ich noch ein bisschen rausfahren. Ja, das Gute ist natürlich, dass wir... Oh, stopp mal. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Automatische Ausbringung deaktivieren. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Das passt soweit. Dann geht's weiter. Ja, beim ersten Mal muss man immer schauen, ob man auch wirklich alle Einstellungen richtig getroffen hat. Und das Schöne ist ja, dass wir bei Gras zum Glück nicht so viel Dünger brauchen, nicht so viel Stickstoff. Dann hoffe ich doch mal, dass uns diese 3000 Liter für die vier Felder, die wir jetzt haben,
dass die uns reichen. So. Sehr schön. Jetzt können wir natürlich ein kleines bisschen die Ausbringbreite können wir jetzt natürlich verringern. So, wie war das nochmal mit R? Das müsste eigentlich reichen. Ja, bis der mal so richtig in die Gänge kommt, der Fendt. Ich bin da nicht ganz so glücklich. Müssen wir schauen, ob da irgendwann mal, ja, etwas im Angebot kommt. So, jetzt müssen wir allerdings hier die Breite wieder erweitern. Und nochmal Stopp. Und jetzt wieder auf die ganze Breite. Ja, das passt dann auch. Obwohl, den kleinen Zwischenstreifen in der Mitte, den machen wir auch noch mit. Dann ist gut. 78, okay. Ja, das Ganze sieht man dann doch von außen etwas besser. Und das heißt, ich denke, so müsste das passen. Genau, wunderschön, wunderbar. Aber sobald ich den Helfer starte, wird er wieder auf die volle Breite gehen. Und das ist natürlich dann wieder zu viel. Aber so haben wir wenigstens das Feld schon mal richtig hier aufbereitet. Wir könnten es natürlich noch walzen, aber die 2%, die werde ich mir jetzt schenken. Denn die Walze müssten wir uns ja dann auch entweder kaufen oder mieten. So, hervorragend. Das soll es gewesen sein. Dann schauen wir mal. 122, wir sehen, es müsste noch gewalzt werden, um die letzten 2-3% hinzubringen. Aber wir haben jetzt perfekte pH-Werte und perfekte Stickstoffwerte. Und somit sind wir jetzt bei einem hervorragenden zu erwarteten Ertrag von 122%. Sehr schön, sehr, sehr schön. Und da freue ich mich doch schon auf, ja, die Ernte bzw. auf den Schnitt hier auf diesem Feld. Und das gleiche machen wir jetzt mit den anderen Feldern auch. Aber da werden wir uns zumindest mal das Pflügen sparen, denn die beiden Grasfelder müssten auch gepflügt werden. Dann müssten wir die auch erst noch ansäen und so sind wir schon ein bisschen im Wachstum. Und da hoffe ich doch, dass wir in 2 Monaten, also Oktober ungefähr, dann auch schon wieder in den Schnitt gehen. Und dann soll hier natürlich rechts gebaut werden, weil diese Baufläche, die werden wir uns demnächst kaufen. Da könnten wir schon mal spaßeshalber reinschauen. Was soll uns denn der Spaß kosten? Zack. Nee, stopp. Da müssen wir hier rein. So, dann müssen wir hier rein. Und die 62 soll uns knapp 20.000 kosten. Naja, okay, das haben wir gerade so noch auf dem Konto, aber wir wollen das natürlich nicht jetzt kaufen. Erstes Geld ausgeben, wenn es soweit ist. Wir steigen in den Class Arion und fahren dann damit mal rüber zu unserem Feld. Zu unserem ehemaligen Rapsfeld. Und dann werden wir auch dort Gras ansehen. Dann können wir noch weiter düngen. Hervorragend. So ist der Plan. Und wenn wir dann unsere beiden Grasfelder gedüngt haben, dann holen wir mit dem Fendt einfach noch schnell den Kalkstreuer. Den haben wir ja da drüben stehen lassen am Feld. Und dann werden wir auf jeden Fall unsere Grasfelder noch kalken. Das sieht zwar da ein kleines bisschen komisch aus, wenn wir dann im Gras dann wirklich den Kalk haben. Normalerweise sollte man das dann irgendwie gleich ein- oder untergrubbern oder pflügen. Das wäre, denke ich, sehr, sehr sinnvoll in Natura. Einfach nur den Kalk draufschmeißen ist, glaube ich, nicht ganz so clever. Aber wie gesagt, wir sparen uns das jetzt hier. Zumindest in diesem Jahr. Ich denke, das würde man dann eher nächstes Jahr dann machen, wenn wir dann halt eben wieder einen Schnitt gemacht haben. Und dann würden wir die Felder insofern aufbereiten, dass wir dann auch die Grasfelder pflügen.
So, jetzt überlege ich gerade, wie fahren wir die lange oder die kurze Seite. So, da steht nämlich unser Streuer, unser Kalkstreuer. Okay. Na, ja, fahren wir mal hier die kurze Seite. Mal schauen, ob er das hinkriegt. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, ob er hier besser ansät. Und ab die Post. Ja, das ist halt eben der Unterschied. Wenn er eben Automatik hat, dann gibt er wesentlich richtig Gas, fährt los. Natürlich hat auch der Klaas einfach 3, 4, 5 PS mehr und kommt damit besser zurecht. Also soll heißen, wenn wir hier weiter drillen, dann auf jeden Fall mit dem Klaas. Wir müssen halt mit dem Klaas drillen und im Prinzip auch pflügen. Was für mich im Umkehrschluss heißt, wir brauchen dringend einen weiteren Schlepper, der mindestens die Performance hat hier vom Klaas. Ja, vielleicht noch ein Fendt. Schauen wir mal. Ich beobachte das Ganze jetzt noch, wie er da vorne wendet, ob das soweit klappt oder ob wir da vorne ein Vorgewende brauchen. Ja, also viel Saatgut scheinen wir nicht zu brauchen. Also er ist da sehr, sehr sparsam. Das gefällt mir. So, die Autos halten schon an. Ja, und der scheint auf jeden Fall nicht ganz so wild, oder es liegt doch am Feld, durch die Gegend zu fahren beim Wenden wie der Favorit auf dem anderen Feld. Habt das ja gesehen. Ich denke, in der letzten Folge haben wir das Ganze thematisiert, dass er dann doch immer wegen komische Wendemanöver gemacht hat und dann irgendwo aufs Feld hingesät hat. Also der scheint hier das deutlich besser zu machen. Ich finde auch, der macht es von der Überlappung auch deutlich sparsamer. Der Fendt war da doch, ich sag mal, dichter dran. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Also mit dem Kollegen scheint die Aussaat deutlich besser zu gehen. Hervorragend. So, der Fendt ist aber hervorragend geeignet natürlich, um zu düngen. Ja, wo ist er denn? Total versteckt hier hinterm Baum. Gut, dann werden wir hier mal reinfahren. Und ich denke, wir werden hier auch relativ... Ah, stopp, 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 stopp. Ja, jetzt habe ich es vergessen. So müssen wir machen. Jo, besser ist das. Und das Schöne ist halt natürlich hier auf dem Grasfeld, man sieht hervorragend, wo man gedüngt hat. So, der Kollege wird es entschuldigen, mein Nachbar, dass ich ihm kurz ins Feld gefahren bin. Sehr schön. Ja, das ist schon... Also ich muss ehrlich sagen, mit so einem Streuer, das ist natürlich immer so eine Sache. So ein bisschen Gefühl, wie man da eben dann am besten dann auch übers Feld kommt von der Breite. Da bevorzuge ich dann doch wieder eher eine Spritze, die halt, da weiß man wenigstens, wie man fahren muss und wie breit man sein muss. Auf der anderen Seite hat man natürlich beim Wenden deutlich weniger Probleme, dass man da irgendwo hängen bleibt. Hervorragend. So, jetzt haben wir da natürlich da wieder einen kleinen Streifen. Ja, ich bin jetzt gerade mal überlegen, ob wir das irgendwie cleverer hinkriegen. Denn schließlich kostet Dünger ganz schön Geld. Nicht ganz so wild wie jetzt natürlich Kalk. So, okay, das müsste eigentlich passen. Dann gehen wir wieder in volle Breite. Und Gas geben, damit er sozusagen in Schwung kommt. Und jetzt düngen wir hier auf der anderen Seite noch ein bisschen mit. Und beim Kalken bietet es sich natürlich auch an, dass wir das tun, solange hier das Feld abgemäht ist. Hervorragend. Dann schauen wir mal. Genau, Stickstoff passt wieder. 65 Gramm pro Hektar. Kilogramm natürlich pro Hektar. Und der pH-Wert ist zwar schlecht, aber ich glaube, ganz so viel Kalk müssen wir da nicht drauf werfen. Das Problem ist halt in Anführungszeichen, Freunde, für den Kalk müssen wir wieder ans andere Ende der Map fahren. Die Kalkstation ist genau am anderen Eck sozusagen. Wir sind ja hier
Ja, ganz unten links und die Kaltstation ist ganz oben rechts, soll also heißen im Nordosten. Wir sind hier unten im Südwesten der Karte und ja, das sind dann schon ein paar Meter 80. So, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Wieder mal hier von der wunderschönen Rehbach die Folge bzw. das Projekt, was euch ja auch anscheinend ganz, ganz gut gefällt hier mit dem neuen Hof, mit dem neuen Stadthof, dem Ahnenhof. Da bleiben wir jetzt auch gleich mal stehen und sozusagen als Verabschiedung stehen wir hier am Eingang zu unserem Hof. Ich sage recht herzlichen Dank. Das soll es wie gesagt gewesen sein. Folge 8 hier bei uns im Projekt Ahnenhof und ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.